Mein Name ist Stefan Karlhammer, ich bin Mathematiker und Pokertrainer. Wahrscheinlich genau in diesen Eigenschaften bin ich heute hier. Ich habe Spaß am Rätseln und freue mich auf die Aufgabe. Ich bin der Francis Rupp, bin Verwaltungswirt bei der Stadt Regensburg im Sportamt und bin gespannt, welche Teile ich damit einbringen kann. Ich bin der Benni, bin auch Student und ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Ich bin gespannt, neugierig und ein bisschen ängstlich. Ich bin der Thomas, 21, Student und ich erwarte mir eigentlich nichts Spezielles, aber halt ein Abenteuer. Ich bin die Melanie, ich bin Ingenieurin als Doktorandin an der Uni Erlangen im Bereich Hochfrequenztechnik. Wir dürfen heute den Live-Act-Room ausprobieren und ich erwarte mir jetzt eigentlich mal so 60 Minuten oder hoffentlich ein bisschen weniger Spaß mit meinen Begleitern. Ich bin der Andi, ich bin Standesbeamter, ich bringe normalerweise Leute unter die Haube. Jetzt lasse ich mich mal wegsperren. Was erwarte ich mir? 60 Minuten Action, 60 Minuten Rätseln. Mal schauen. Ja, ich bin der Chris, ich bin Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche und baue Prüfstände. Ich erwarte mir hauptsächlich Spaß, ich habe mir da noch keine Erwartungen gemacht. Hauptsache viel rätseln und am Schluss wieder rauskommen. Andi, hast du dein Handy draußen gelassen? Warum? Ich glaube nicht, dass du dein Handy mit reinnehmen solltest. Also, das machen wir immer so. Wir haben eine schöne Kiste, da soll immer jeder so sein Zeug rein tun. Ihr dürft sie dann damit reinnehmen. Wir wollen ja nicht uns bereichern an euren Portemonnaies oder Handys. Aber das ist einfach, weißt du, man legt dann einfach vielleicht mal was hin und dann liegt es drin. Das ist, habt ihr noch nicht? Ich hab halt so ein Einstecken, nicht gerade alle da. Alles ist für alle wert. Da ist ein Türspion hinter, das ist ganz hochgeschlafen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Oh geil! Sehr schnell, war super kurzweilig und in letzter Sekunde haben wir es geschafft. Wir haben aber auch noch 2-3 Mal überprüft, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Diese Drohung, dass man nur einen Versuch hat, ist schon hart. Ja, super spannend, sau viel Versteckte, wo man doch im Team lösen muss oder wo man auch die Gefahr läuft, sich zu verzetteln. Aber hat super viel Spaß gemacht. Ja, das ist richtig. Also ich fand es ziemlich geil. Ich fand es schwerer wie gedacht, viel schwerer wie gedacht. Aber am Schluss haben wir es ja ganz souverän gemeistert, als Team. Ja, die Zeit ist wie im Flug vergangen. War abwechslungsreich, war spannend, war machbar. Und man kriegt nicht mit, wie die Zeit vergeht. Es ist Wahnsinn. Ja, knackige Rätsel für eine Stunde, aber eigentlich die Zeit, das war maximal so gefühlt eine Viertelstunde oder so, war echt, war schön. Ne? Ja, was soll ich dann noch sagen? Ich bin immer noch total euphorisch, will eigentlich direkt in den nächsten Raum und Rätsel waren zu lösen, waren total fair, bisschen immer mal verrannt, aber war trotzdem machbar und wir haben den Rekord. Ja, und den stellen wir dann im nächsten Raum auch auf, oder? Ja, sicher. Ja, auf jeden Fall. Trocken, ja. Jetzt üben wir zu Hause, bauen uns auch so ein.